catch me falling down. Was für eine Power. Unglaublich, okay. Unglaublich. Well done. Wie heißt du denn? Woher kommst du? Ich heiße Kathi und ich komme aus Niederösterreich. Wie alt bist du denn, Kathi? Ich bin 14 Jahre alt. Also ich buzze immer, wenn ich denke, ich kann mit dir was machen. Ich finde, dass ich mit dir arbeiten kann, andere Songs zu singen, die vielleicht deine Stimme in einem anderen Range nochmal darstellen. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Aber ich glaube, das kannst du noch okay. sogar besser machen bei Team Alvaro. Ja, klar. Ja. Klar. Kathi, ist das deine Art Musik, so ein bisschen das Rockigere, ein bisschen... Ja, also auf jeden Fall Uptempo, Lieder sind auf jeden Fall meins, eher. Geil. Eher als Balladen. Ja, das ist genau auch unser Ding. Balladen ist auch, Fantasie-Balladen geht so. Ich glaube, da gebe ich Alvaro recht, da ist was da, was man noch im Laufe dieser Sendung zu was Großem formen kann. Ne? Also die Puste, die du hast und die Power, so ein Rock-Vibe da reinzubringen. Ich habe an Avril Lavigne gedacht so ein bisschen und dachte, weil das so eine Power hatte in deiner Stimme und du so eine... Sicherheit in diesen hohen Tönen. Musikalisch sind wir, glaube ich, auf ähnlicher Wellenbrücke. Aber ich finde ehrlich gesagt von Alvaro die Avril Lavigne-Idee mega gut. Mhm. Kennst du Avril Lavigne, ja, oder? Wenn ich es höre, wahrscheinlich. See the way you're acting like somebody else could be frustrated. Genau. Oder Skater Boy. Skater Boy, auch krass. So, ich finde jetzt Leute, die sich nicht umgedreht haben und dann plötzlich sich interessiert in die interessiert einbringen wollen. Sehr unsympathisch. Sehr, sehr unangenehm. Aber hast du dann andere Hobbys außer Musik noch? Ich tue gerne kochen. Kochen auch? Ja. Sehr gut. Wow. Sehr gut. In deinem Alter magst du schon kochen? Wir können wir essen dort. Cool. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Kathi, ich war bei Alvaro in der Kochshow, ja, die wir für YouTube gedreht haben. Das war super, ne? Und das war ein Horrortrip. Also wirklich... Wir haben selbst Sushi gemacht und das würde ich nicht nochmal machen. Sushi ist ja auch nicht. Also Sushi von daher, machen ist ja nicht kochen. Ja, aber Kathi, es geht ja eigentlich um die Musik und darum, dass du auf jeden Fall schon mal in den Battles bist. Und du willst in der Band sein, oder? Ja. Kennst du jemanden mit viel Band-Erfahrung hier? Ich wollte sagen, deswegen, wir haben ja. Also, du an Kathis Stelle würdest zu den Fantas gehen? Wenn ich kochen mag, schon mal nicht so einfach gehen. Und wenn ich in der Band du sein hast möchte, dir selber den Sushi gewünscht. Nehmt doch mal eure Egos zurück ein bisschen. Mhm. Gebt Kathi den Raum für ihre Entscheidung oder vielleicht auch willst du noch was wissen von uns oder von Alvaro. Was habt ihr für so Teamgeschenke? Hey, ich hab was. Oh. Er hat eine Ukulele. Und wir haben einen Hut und ein Gesellschaftsspiel.
Willst du schon anfassen? Wir können auch noch was anderes besorgen. Wir können auch noch was besorgen. Aber wir machen so viel Karriere, dass du dir 20 Ukulelen kaufen kannst davon. Mindestens. Und vor allem, wenn du bei uns im Team bist, dann sehen wir uns ja öfters und dann kannst du uns einfach deine Wünsche mitteilen. Dann kaufen wir dir das. Genau. Ist das ein Versprechen? Ja, bis in einem gewissen Budget-Rahmen. Das ist The Voice war noch nicht so erniedrigend, dass die Coaches dich einkaufen mussten. Also Nein, das war doch ein Scherz von Katja. Okay. Du darfst entscheiden. Ich gehe zu Michi ins Mudo. Ja! 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 Oh. Nee, Alter. Trotz der Ukulele. Gut gemacht. Aber falsche Entscheidung, tut mir leid. Alles gut, wird super. Okay, es ist mir jetzt ein bisschen peinlich, das finde ich. Das braucht nicht peinlich sein. Aber es kommt von Herzen. Erstmal haben wir das extra für dich besticken lassen. Danke. Und dann sagst du halt nochmal Bescheid nächstes Mal. Wenn Vielen Dank, dass du bei uns bist. Kathi, ladies and gentlemen.